Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, endlich Geld, Bruder. Jawohl. Wir fliegen heute nicht zurück in die Stadt, sondern mit der MS Titanic geht es heute zurück in die Stadt. Ja, halt deine Fresse, oh, Mama. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber endet das nicht tragisch? Was ist das? Was? Das ist die Titanic. Das ist das Erste. Hä? Wieso fahren wir mit der... Rudak, steig aus. Ich will auch mitfahren. Ali, steig aus. Ey, komm mal rein, schnell. Komm mal rein. Ey, du bist durch E-Fahrzeuge bezogen. Wir fahren da jetzt hin. Wohin, wo ist das? Durch alle Fahrzeuge, los! Titanic! Ah, Fahrzeug, Bruder, ja. Alle hyped, die wissen nicht, dass das dieser ekelhafte Fischer ist, der so richtig ekelhaft aus Rost ist und kaputt ist. Die denken, ich habe hier mit Titanic reingemoddet. Die denken, ich habe Titanic reingemoddet, Bruder. Ah, sie tut mir am meisten leid, der arme Bruder. Der denkt, gleich kommt so ein Fisch. So ein Fischtanker, Alter. So ein ekelhafter Rost. So ein Rostschiff, Alter. So, seid ihr alle hyped? Ah, jo, was passiert jetzt? Wir fahren jetzt mit der Titanic. Wohin denn? Nach England. Warte, ich nach New York. Moment mal, eigentlich fährt die von England nach New York. Ich meine ja nach New York von England. Okay, und wo ist das Schiff? Das Schiff, da fahren wir jetzt hin. Okay, und das ist hundertprozentig sicher? Das ist hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass uns dieses Mal kein Eisberg stören wird. Eisberg. Okay, mit der MS Titanic. Also, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, nicht der passendste Name für ein Boot, ne? Warum? Naja, das ist ja also ein Katastrophenboot. Nee, das ist ja damals nur gewesen, weil der eine halt abgelenkt war von Rose und Jack, weil die da rumgelegt haben auf dem Deck. Ja. Hätte er nicht da hingeguckt, dann hätte er ja den Eisberg früher gesehen. Ne? Das war eigentlich so. Nur die Schuld von den zwei Schwachmarken. Ach so, okay, ja. Na klar, natürlich, ja. Und wir steigen also jetzt auf die MS Titanic und fahren zurück, ja? Genau. Wir müssen die Nukus hier gucken, ob die genug Platz ist. Oh. Where's the Titanic, man? Where's the motherfucking Titanic? Oh, we take a fucking boat, man. Hey, wie haben die hier herbekommen? Ladies and gentlemen, here is the MS Titanic. Und, gefällt sie euch? Du kleiner Hund! Alter, ich werde mit VIP-Flugzeug. Was ist denn der Titanic kaputt am Nacken? Eine Sekunde, eine Sekunde. Oder diese Titanic. Hilfe! Die kommt gleich, kurze Unterbrechung, ja? Es geht gleich los. Oh. Junge, du hast alle umgebracht. Will mich zu verarschen? Oh nein, wie? Die sind tot. Da lagen zwei unter Wasser tot. Eisberg voraus! Ich glaube, da vorne ist ein Eisberg! Da vorne ist die Titanic, siehst du das? Das freust du dich? Ich habe da so lange drauf hingearbeitet. Ja, schön gemacht, Alter. Dankeschön, Alter. Frauen und Kinder zuerst! Hallo, wie komme ich hoch? Wie komme ich hier auf das Schiff aus dem Wasser? Sie werden Ihre Schlagzeilen bekommen. Hallo? Hallo? Ja? Und alles gut wieder? Es geht los, die MS Titanic einfach, startet jetzt. Einfach ganz normal einsteigen. F, Muskulatur, oder? Ja. Yeah. Oder einfach, oder drauf springen. Nee, wie macht man einfach das? F. Geh da runter ins Wasser und dann F. Ja, ich bin auch so. Achtung! Oh nein. Oh nein. Steuerbug, Bandwurst! 20, 20 Knoten! 20 Knoten! Da ist er vom ja, komm, wir machen weiter. Oh mein Gott. Ey, könnt ihr bitte aufhören? Komm, Mario, komm. Eisberg! Oh nein, Eisberg! Nein, Eisberg! 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 Jack, wenn du springst, spring ich auch, weißt du noch? Oh mein Gott. Captain, wie viel Knoten? Sorry, ich wollte dich nicht an den Arsch packen. Digga. Captain Aziz, wie viel Knoten? Ich sag's nur, wenn sie wissen, wie viel. Ob sie in Klassen unterteilt sind, die Boote. Sind die Rettungsboote in Klassen unterteilt? Ja.
Ja, das sind sie. Ja. Yeah. 30 Knoten. 40 Knoten. Wir brauchen 40 Knoten. Sag mal, Scheiße. Kommen wir auch mal weg von der Insel oder fest nur um die Insel rum? Fällt doch mal so stark. Was ist denn los mit dir? Wir müssen die Leute noch ruhig halten. Da vorne, Flugzeugträger voraus. Achtung. Spielt euer letztes Achtung. Stück. Achtung. Ist das falsche Musik? Du darfst, sollst gar keine Musik anmachen, du Idiot, Alter. Schalt doch mal dein Hirn ein. Sorry. Sorry. Ich bin sorry. Doch dein Kopf. Da ist einer untergesprungen. Der wir haben Mann verloren. Mann, überbord. Ja gut, da kann man jetzt nichts machen. Wir müssen weiterfahren, die Herren. Bitte, wir wollen weiter. Wir müssen schnell weiter. Wir müssen im Casino weiter. Hallo. Ich bin kein Kapitän mehr. Ich kann das. Und geradeaus. Komm. Die Titanic können nicht untergehen. Sir, sie ist aus Eisen gefertigt, sie kann und sie wird. Das ist jetzt richtig toll, wenn du Gott nicht mal Gott kann das machen. Ich glaube, sie werden ihre Schlagzeilen bekommen, Mr. Mörder. Drei Motorräume sind schon überflutet. Das Gegner ist schon zu spät. Sie schulden mir ein Leben, ich habe sie gerettet. Frau Dawson, ziehen Sie sich eine Rettungsweste an und begeben Sie sich zu Deck. Ein guter Captain geht mit seinem Boot runter. Sag dann, geh doch mit deinem Boot runter, ich geh runter von hier. Ist es jetzt auf Titanic oder Fluch der Karibik? Ich weiß gerade nicht. Ich hätte gern einen Whisky, wir gehen unter wie Gentlemans. Jetzt brauchen wir drei depressiven Musiker. Wir fahren dahin. Oh. Das feiern wir. Okay. Endlich. Und ich mache noch ein paar Fotos für die Postkarten. Stellt euch mal alle zusammen. Für die Gräber. Stellt euch mal alle vorne zusammen. Und dann alle mal lächeln. Schön. Super. Ah, wir haben den Eisberg sogar mit drauf. Toll. Vorne. Ja? Und alle mal Peace. Ja, genau. Rest in und Peace. Einmal alle ein. Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. Hatte tschüss. Die werden zwei versterben. Dann können wir jetzt, Herr Oleke, Sie können sinken. Wir können sinken. Das wir schaffen das natürlich noch. Wir schaffen das. Hallo, will jemand von euch fahren? Ich glaube, der sieht aus wie ein Captain. Guck dir das an. Das ist doch Captain. Captain Iglo. Ayo, kennst du noch das? Guck mich an. Oh nein. Ayo! Hey, was der Mann hat eine Frau geschlagen. Komm mal. Der hat auch den auswendig. Sie wissen, wo ist eigentlich die alte Mann? Hallo, wie steuert man das Ding? Wie steuert man das? Haben den alten Mann verloren? Ja, lassen Sie mich nicht. Welchen alten Mann? Ja, der alte Mann, der mich zusammenschlagen wollte. Der war ein alter Mann an Bord, den haben wir verloren. Ja, komm, der war aggressiv. Der war aggressiv. Der Einzige, der die Route kannte. Er war der Einzige. Jungs, da vorne ist doch die Stadt. Der war der Einzige, der die Route kannte. Da vorne ist doch die Stadt. Sehr wichtig. Herr Oleke, Sie müssen das packen. Es sind schon drei Kammern überflutet. Bei zwei sinken wir. Nein, bei fünf sinken wir. Junge, nein, das waren drei. Hä? Nein. Wie war das? Ich rette sich, was im Film echt war. Wir sind doch gleich zu Hause. Was habt ihr denn jetzt alle für Filme? Guck du mal in den Hobbit. Sorry. Wir haben Piraten an Bord. In circa zwei Stunden wird dieses Schiff auf dem Grund der Atlantik liegen, Sir. War doch Atlantik, oder? Pazifik, Atlantik, ich weiß selber nicht. Doch den gleichen. Unten im Wasser. Der Land ist Land. Der Wellengang ist hier ganz schön. Festhalten! Bismillah. Ja, guck mal hier. Ich hab Grübeln im Bauch. Ey, wenn einer gleich runterfällt, dann tut's mir echt leid. Ja, nein, Schiff hat aber diese Wasserturbulenzen. Oder wie nennt man das? Turbulenzen, Wasser? Wasserturbulenzen, ja. Das Finanzamt sind die wahren Piraten. Strömung. Mensch, sei mal ehrlich, dachtest du wirklich, ich eine Titanic hin? Wer? Dachtest du echt, ich krieg eine Titanic hin? Nein, nicht vom Thema blicken. Wie hast du mich gemacht? Hast du nicht gerade eben Gigant gesagt? Wer? So, ganz kurz jetzt hier. Fahr mal ein Enderer bitte, ein Enderer soll fahren. Wer ist jetzt das? Komm, so, lass ihn fahren, komm. Was wollte ich sagen? Hallo, fährt mal das scheiß Schiff jetzt weiter, wir müssen vorankommen. Wir fahren in die falsche Richtung, Captain. Nein, hat jemand Feuerwerksabschussgerät, damit wir Hilfe rufen können? Wir brauchen Flare Gun. Hilfe! Und dann zu den Kindern sagen, das ist Feuerwehr. Hilfe! Wow! Hilfe. Papa, guck mal. Was ist das? Papa, guck mal da oben. Und werden wir gerettet? Weiß ich, ich hab Angst. Sag, was für Filme schieben wir? Es reicht doch jetzt. Hallo! Entschuldigung. Was soll das? Warum musst du immer übertreiben, Mann? Da. Captain, das ist eine Meuterei. Das Schiff ist echt gerade ein bisschen hier. Also, das bewegt sich schon krass. Oh! Du bist Schiffsuntersteller. Stopp! Oh mein Gott, geht's los? Alles gut. Oh, Pass auf, Jungs, hier ist alles voll mit Wasser. Oh. Ich glaube, ich bin seekrank. Oh mein Gott. Ich bin auf der See geboren worden. Was? Oh, mein Gott, da ist ein Pirat. Mann über Bord. Mann über Bord. Oh, zwei sogar. Check.
dachte, wenn du springst, springst du auch, du Hotdog. Zeigt mir den Mittelfinger. Oh, oh. Der Mann zeigt mir die ganze Zeit den Mittelfinger. Wo ist denn der? Warum fehlt denn der keiner? Schrei doch mal eine weiter. Pascha, komm her. Pascha, komm, lass Foto machen. Das ist voll romantisch hier. Komm her. Zeigt der Mann mir den Mittelfinger. Pascha, komm her. Ja, warte, Foto. Ja. Wieder. Noch einmal. Du spielst auch ein bisschen. Wo ist der? Ja, er wollte mich schlagen. Mann, stopp, Mann über Bord. Fahr weiter, fahr einfach. Nein, fahr nicht. Fahr einfach, fahr. Mann über Bord, nein. Wir müssen die Ladung sichern. Soll ich wirklich weiterfahren? Wir müssen sichern, Hafen ankommen. Bleib stehen, Mann über Bord. Der Mann, bleib stehen, bleib stehen. Ich sehe den doch nicht mehr. Guck euch mal an, was wir wegen das sind. Wieso will ich den nur sehen? Ey, Digga. Stopp die Schiffe. Den finden wir nie wieder. Ja, kann ich wieder losfahren? Er ist dann nicht mehr. Frag ich mich auch wirklich. Also, das ist, dann wären wir jetzt schon tatsächlich schon da jetzt. Wir wären auch wahrscheinlich und wir wären schon betrunken und 10.000 im Minus. Und wir wären auch schon in New York. Pascha ist, glaube ich, ertrunken. Nein, ist er nicht. Na gut, das ist extrem traurig. Da müssen wir leider ohne ihn weiter. Nein, wir machen jetzt eine Rettungsaktion. Nein, wir sehen dafür keine Zeit. Ist irgendjemand noch am Leben? Ja. Jungs, es sind gerade mal 3 Kilometer bis zum Hafen. Ja, ist doch okay, wir schieben sonst. Mach den Motor und mach einfach. Die sollen okay. Das nicht mehr. Fahr so langsam, dass die das nicht merken. Herr Oleke! Ja, wir warten. Kommen Sie hoch! Ja. Atmen Sie mit mir die Auspuffdämpfer ein! Fahren Sie mit mir sofort! Wo sind Sie? Ich bin ungesund! Wir holen unseren Mann hier zurück! Wie sind Sie denn hier hochgekommen? Wo ist der ganz denn schwindelig, Herr Oleke! Was macht der denn da oben? Ich atme die Auspuffdämpfer ein. Oha! Mann, über Bord! Egal, fahr weiter! Habt ihr, soll ich weiterfahren? Alles gut! Ja. Ey, wir sind mit 20 Leuten hier jetzt rein. Jetzt waren es nur noch 5. Jetzt waren es noch 4. Einfach weiter. Wir sind mit 20 Mann hier gestartet und kommen so mit 6 Leuten einfach an. Ein Überlebender! Ich seh ihn gar nicht. Was meinen Sie? Boah, Wellengang ist doch anders, ne? Da ist einer. Wo denn? Oh, Scheiße! Ich kann nicht mehr stoppen. Verdammte Scheiße, halten Sie den verdammten Boot hier an. Das geht nicht, das geht nicht. Da ist ein Mann. Wir haben gerade 400 Knoten erreicht. Das geht nicht so einfach. Wir haben das schon weitergeleitet. Bremse ist kaputt. Was soll ich hier machen? Die Bootbremse funktioniert nicht mehr. Oh mein Gott. Das nennt man natürliche Selektion. Hör auf, hör auf. Setz den Anker. Die will den schon zurückfinden. Ja, oder? Spring runter, setz den Anker. Zurück, wenn hast du deine ganzen Geschenke dabei, Greg? Nein, die sind schon alle in der Bank. Ja, ja, du, wär klar, du Geier, du fliegst dafür extra in die Bank, damit du deine Geschenke, dein Geld sichern kannst, ne? Wenn's ich hab Online-Banking. Ja, Online-Banking. Was für ein beschissener Betriebsausflug, Wahnsinn. Ja, hätten wir lieber ein Flugzeug genommen, ne? Ja, oder wären wir mit dem Reisebus einfach rumgefahren. Das stimmt. Wandern. Mit dem Reisebus durchs Wasser. Ja. 10-50. 10-50. Hätte leider nicht mehr gereicht als für so ein Tanker. Wir sind nicht wenige, die Gäste, die sind unter Deck. Super, danke dir. Ach so. Warte. Onkel, wie viele haben wir jetzt verloren? 3 oder 4? Wir haben niemanden verloren. Bei der Hafenküstenwache sagen wir haben niemanden verloren. Alles gut. Ey, die Hauptcharaktere sind doch noch da, oder nicht? Ich finde das sehr verkehrt. Entschuldigung. Guten Abend, Herr Kollege, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hier spricht die Küstenwache. Sind Sie das mit dem Boot? Bitte? Haben Sie das mit dem Boot? Hier ist die Küstenwache. Kann das stehen? Wie das Boot stehen bleiben? Weißt du, ich drauf? Ja, ich war drauf, ja. Ach so, anhalten, ein Security-Beamter von uns ist abgesprungen. Der ruft mich gerade an. Zum Glück ist der Weiterfahren! Ich kann warum ist der Beamter? Natürliche Selektion. Natürliche Selektion. Wir können leider die Knoten nicht, Fahr weiter. Wir können die Knoten leider nicht stoppen. Wir müssen rechts in den Hafen, rechts in den Hafen, Mann! Es geht echt nicht, du musst zum Hafen schwimmen. Ja, mach ich doch. Alles klar, okay. Es tut mir sehr, sehr leid. Es war mir eine Ehre, diese Reise angetreten zu haben. Ich bin hier etwas weiter hinten, also danke. Ich sehe die Stadt. Nein, aber alle ihre Männer sind tot. Alles Gute zum Nein, Geburtstag. Meine Frau lebt noch. Und das ist die Hauptsache. Ja, ihre tut mir leid, wir können leider nichts machen. Okay, das wo bist du denn? Du schaffst es, ich bin mir sicher. Alles klar. Nein, Ballast ab! Tun Sie es nicht, nein! Bitte nicht, ich kann sagen, dass du kurz gleich eine Dame auch dazu. Bitte nicht. Ach so, ja klar. Bitte runterlassen, Schatz. Du willst runter? Jetzt? Nicht da. Nein, bitte tun Sie es nicht. Es ist meine Frau, ich kann nicht. Es ist wertvoll, bitte. Ich höre Sie gerade nicht, es ist so laut hier und die Motor und alles. Oh mein Gott. Okay, wir gehen auf den Fischgang weiter, ja? Geworden, bis dann, Kuster. Oh mein Gott, du schaffst das. Ich schwöre das runter. Ist das dein Leute, Herr? Der Arme muss jetzt 3 Stunden schwimmen. Der ist da hinten irgendwo abgesprungen.
Einer von uns ist da hinten gesprungen, der schwimmt gerade 3 Stunden. Ja, genau wie meine anderen Männer. Sie sind ja, ja stärker. Sie haben da sind 3-4 Leute gerade, die schwimmen alle gemeinsam zurück. Sie haben gesagt, voll gefahren. Kleiner Gottloser. Endlich sind wir in Los Santos. Ja, ja. Denk nicht, ich hab mein Geschenk vergessen. Ja, okay, jetzt. Du kriegst doch gleich dein Geschenk. Oh. Was soll das? Ach, dort Geburtstag. Ich hab dich geschlagen. Jetzt hätte ich Geburtstag. So, wir sind angekommen. Endlich. Au. Ich kann nicht schwimmen. Wie, du kannst nicht schwimmen? Ich hab Angst. Oh, warte, ich helfe dir. Tut mir leid. Hättest du mir früher gesagt, dann hätte ich dir doch geholfen. Danke dir. Kein Problem. Bruder, ich hab's geschafft. Wer hat Geburtstag? Oh. Ich hab Geburtstag gehört. So. Der Abi. Okay, jetzt bin ich dran. So. Danke. Ich bin hier. Jetzt müssen wir aber zur Garage rein. Ja, aber wo ist denn die nächste Garage? Am Arsch der Welt. Ach du Scheiße, wieso parkt man denn hier? Boah, das ist voll schön hier, ne? Wie schön hier? Was sollen wir? Sollen wir übernachten? Was ist, weißt du? Lass hier arbeiten. Wir gehen jetzt schon. Wo sind denn alle anderen? Übernachten ist ein toller Stichpunkt. Herr Oleke, ich wohne hier. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Hallo, also dann. Bernd, du kannst jetzt hier nicht schlafen, das geht nicht. Gute Nacht. Schnell, Bernd. Wie, willst du dich jetzt hier hinlegen? Hallo. Okay, gute Nacht, schlafen. Komm, wir gehen los. Hat er recht. Moin, Costa, bist du noch auf hoher See? Nee, ich bin auf dem Festland. Ich fahr direkt zum Casino. Okay, du bist wahrscheinlich schneller da wie wir. Wo seid ihr denn? Da wir sind also im Hafen. Ich weiß selber nicht mehr. Herr Ayo. Ja, ich bin auch an einem Hafen. Ayo, ich geh jetzt schlafen. Wie schlafen? Schlafen? Warum geht ihr denn jetzt? Ja, okay, ich schicke dir gleich Standort, ja? Alles klar. Hallo? Warte mal, was für Schlafen? Was für Schlafen? Ich muss schlafen gehen. Hä? Meine Mama hat mich gerufen. Wollte ich zum Casino? Wie denn? Achso, wie gehst du kurz schlafen oder kommst du wieder? Oder bist du jetzt komplett? Ich glaube, ich bin müde, ich gehe jetzt komplett. Da muss er ja Bubu machen. Du gehst doch eh nicht komplett schlafen. Doch? Wirklich? Ja. Wollt ihr mich schlafen verarschen? Alles Gute noch. Ich muss. Woher kommst du denn? Ich bin den ganzen Weg hierher geschwommen. Ich hab gerufen und ich hab nur von Weitem gehört. Weiterfahren. Ja, was meinen Sie? Okay, bremsen Sie, was meinen Sie? Dann alle die schleifen gehen, ne? Ja, wir gehen jetzt Online-Casino, jalla. Ja, wir gehen dahin, ab geht's. Digga, uff. Ja, gute Nacht natürlich an alle, die schlafen gehen. Auch gute Nacht an Irevi, Guna, Digga. Danke nochmal vielmals. Und, ja.